Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden nicht durch die Erinnerung an unsere Vergangenheit weise, sondern durch die Verantwortung für unsere Zukunft. Das stellte schon der irische Schriftsteller, Politiker und Pazifist George Bernard Shaw fest. Die unfassbaren Verbrechen Hitlers, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben sich unlöschbar in die deutsche Geschichte eingebrannt. Es ist und muss uns Erinnerung und Mahnung sein für die Zukunft. Viele Menschen leiden noch immer unter den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges. Dieser Krieg hat Elend und Verderben über Millionen von Menschen in Europa und darüber hinaus gebracht. Das Gedenken an Verdun, an den Ersten Weltkrieg 100 Jahre zurück oder auch an den Völkermord an den Armeniern, heute Morgen hier in diesem Hause beraten und beschlossen, erinnert uns daran, mahnend, wachsam zu sein gegen jeden Aggressor, gegen die Menschlichkeit. Die sowjetischen Truppen und die anderen Siegermächte waren es, die ein Deutschland befreiten, in dem Menschen planmäßig und in nie dagewesenem Umfang vernichtet und Andersdenkende gnadenlos verfolgt wurden. Der Zweite Weltkrieg hat Europa weitgehend verwüstet. Auch das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in der NS-Zeit war ein menschenverachtendes Kapitel der Nazi-Herrschaft. Das wissen wir alle und bestreitet niemand. Sämtliche Regierungen der Bundesrepublik Deutschland haben der moralischen und finanziellen Wiedergutmachung des vom NS-Regime verübten Unrechts stets eine besondere Priorität eingeräumt. Und diese Aufgabe stellt sie sich, wie wir auch sehen, noch heute. Ihre Forderung, liebe Kollegen und Kolleginnen von den Linken, der Deutsche Bundestag solle die Überlebenden um Verzeihung bitten und ihren Angehörigen Achtung und Mitgefühl bezeugen, finde ich allerdings auch, wie schon teilweise meine Vorredner, sehr missverständlich. Das klingt nämlich dann so, als wenn Sie der deutschen Bevölkerung damit jedwedes Mitgefühl absprechen in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und das können Sie nicht wirklich ernsthaft meinen. Und was hat Sie im Grunde dazu bewogen, nach der Diskussion um die Anerkennungsleistung, meine Vorredner haben auch schon darauf hingewiesen, an ehemalige sowjetische Kriegsgefangene im Jahre 2015 und den daraus erfolgten Regelungen, jetzt wieder diese Diskussion auf die Tagesordnung zu heben und Ihren Antrag vorzulegen? Mir erschließt das sich nicht wirklich. Letztes Jahr ist auf Antrag der Grünen sowie der Linken eine finanzielle Anerkennung von NS-Unrecht für sowjetische Kriegsgefangene eingehend im Plenum diskutiert und an den Haushaltsausschuss überwiesen worden. Und auch nach einer Sachverständigenanhörung hat im Mai 2015 hat dann der Haushaltsausschuss auch einen Beschluss zum Nachtragshaushalt gefasst und einen symbolischen finanziellen Anerkennungsbetrag über 10 Millionen Euro bereitgestellt, denn das Bundesentschädigungsgesetz greift nicht für Kriegsgefangene. Und der Bundestag hat dann den Nachtragshaushalt auch beschlossen. Das heißt, es ist auch anerkannt worden, zwar symbolisch über diesen Betrag, aber das Leid dieser Menschen ist auch, es ist auch hier damals diskutiert worden, ist damit auch zumindest symbolisch anerkannt worden. Ehemalige sowjetische Kriegsgefangene erhalten demnach eine Einmalzahlung in Höhe von 2.500 Euro und wir gehen noch bis zu 4.000 lebenden Berechtigten aus und bisher sind 1.233 Anträge eingegangen, 391 sind ausgezahlt, etwas mehr sind erledigt, nicht alle konnten anerkannt werden. Diese Regelung halte ich ausdrücklich für richtig, denn eine Entschädigung von Kriegsgefangenen durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft ist auch ausgeschlossen. Denn damals bei den internationalen Verhandlungen, die der Errichtung dieser Stiftung vorausgegangen sind, wurde dies einvernehmlich so geregelt. Und die Begründung war damals, keine neuen Reparationszahlungen zum Ausgleich von Kriegsschäden ehemaliger Kriegsgefangener justiziabel zu machen. Die Stiftung wurde bereits 2000 gegründet, um vor allen Dingen ehemalige Zahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter zu leisten.
Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland hat bis heute auf dem Gebiet der Entschädigung für NS-Unrecht rund 70 Milliarden Euro erbracht. Deutschland war dabei immer dabei darauf bedacht, dass die Entschädigungsleistung nicht einseitig, das heißt nur für eine Gruppierung, gewährt werden, sondern dass auch alle Betroffenen und alle Verfolgten damit zumindest auch eine späte Wiedergutmachung bekommen, obwohl ich auch sagen muss, nur mit Geld alleine kann man das nie wiedergutmachen, was dort passiert ist. Und da stehen wir auch zu unserer historischen Verantwortung. Festzuhalten bleibt, Krieg ist immer eine furchtbare Geißel für alle davon Betroffenen, besonders wenn man es dabei mit solch menschenverachtenden Regimen zu tun hat, wie es das Nazi-Regime war. Wir sollen und müssen daher auch im Interesse unserer Kinder und der nachfolgenden Generationen uns immer unserer Geschichte bewusst sein, damit ein solches Verbrechen niemals wieder eintritt. Aber man sollte niemanden, der den Krieg nicht erlebt hat, Schuldgefühle einreden. Die meisten von uns sind nach Kriegsende geboren. Und ich möchte hier aber noch mal ganz ausdrücklich betonen, wir haben die Schuld unserer Vorfahren von Beginn an auf unsere Schultern genommen und die Verantwortung übernommen. Wenn wir es aber nach über 70 Jahren nicht langsam schaffen, auch zu emanzipieren von dem Gedanken, dass das immer alles noch nicht reicht, dass wir nicht genug tun, habe ich Sorge, dass sich dieses Pflichtgefühl irgendwann ins Gegenteil verkehren wird. Wir sehen uns heute umgeben von kriegerischen Auseinandersetzungen, die entsetzliche Gräueltaten zutage bringen, die wir in unserem friedlich vereinten Europa seit über 70 Jahren durch unsere gemeinsame Politik erfolgreich abgewendet haben. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu, des Kollegen Beck? Diesmal nicht, nein. Ich trete dafür ein, dass wir unseren Blick auf die Gegenwart und die Zukunft richten, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass unser Friedensmodell für andere Regionen in der Welt beispielhaft sein kann. Und wir sollten daher voller Zuversicht in die Zukunft schauen. 70 Jahre Frieden, den uns das Europäische Haus beschert hat. Und das müssen wir heute mehr denn je vermitteln. Und daher halte ich Ihren Antrag dafür nicht für zielführend. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt erhält der Kollege Beck das Wort für eine Kurzintervention. Frau Kollegin, das hat